Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Krawczyk. Ich bin Ernährungs- und Fitnessexperte sowie der Gründer von Veganstenics. In meinem ersten Video auf diesem Kanal möchte ich dir meine persönliche Story darstellen und darüber erzählen, was du auf diesem Kanal finden kannst. Ich war nicht immer gesund, stark und fit. Ich bin wie die meisten von uns in die Arbeit gegangen, 5 Tage in der Woche und dann am Wochenende habe ich mich betäubt. Ich habe mit dem Essen, mit den Partys, mit dem Alkohol kompensiert. Ich habe zig Diäten ausprobiert und verschiedene Trainingsmethoden eingesetzt. Leider sah ich immer noch dürr, dünn und ungesund aus. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war matt. Ich wollte eine Veränderung in meinem Leben. Ich wollte einen begehrenswerten Körper haben. Ich wollte mehr Selbstrespekt und mehr Selbstbewusstsein. Nicht nur vor mir, sondern auch in der Gesellschaft. Meine essgestörte Vergangenheit hat mich dazu gezwungen, an meinem Status quo zu arbeiten. Ich las über Ernährung und eignete mir viel Wissen darüber an. Ich habe viele verschiedene Trainingsmethoden ausprobiert und so entstand Veganstenics. Es half mir, mein Leben auf das nächste Level zu bringen, sowohl mental als auch körperlich. Das Veganstenics stellt eine Weiterentwicklung vom Körpergewichtstraining und von der Ernährungsweise auf Basis pflanzlicher Vollwerternährung. So findest du auf diesem Kanal Workouts-Pläne, Anleitungen zu den Übungen, Wissen über Ernährung, die dir helfen wird, in deinem Training die höchste Leistung zu erbringen. Außerdem werden die psychologischen Aspekte nicht fehlen. Diese brauchst du, um dich zu motivieren, um die Ziele setzen zu können, die dein Leben, deine Fitness auf das nächste Level bringen werden. Das, was ich geworden bin, stark, fit und gesund, hat vieles gekostet. Ich musste vieles aufgeben und loslassen. Ich habe mein negatives Umfeld verlassen. Ich habe auf das Junkfood verzichtet. Aber es hat sich gelohnt. Wenn du dahin gehen möchtest, wo ich gerade bin, solltest du wissen, dass alles mit dem ersten Rep beginnt.